natürlich eher als Asylsuchende. Ein Exil bedeutet ja eher noch die Hoffnung, wieder in absehbare Zeit zurückkehren zu dürfen. Diese Hoffnung gab es aber nicht. Und das Regime im Iran war zu stark, als dass man erwarten konnte, dass es in absehbare Zeit gestürzt wurde. Deswegen Asylsuchende. Ja, ich arbeite einerseits künstlerisch und literarisch und wurde auch in diesem Bereich durch das Regime stark eingeschränkt. Andererseits aber auch journalistisch, unter anderem vorübergehend für die Zeitung, damalige Zeitung im ehemaligen Staatspräsidenten Banisad und der zusehends bei Regime in Ungnade fiel und auch bei der Zeitung Ayan Dedan, wo ich durch meine frauenrechtlichen und freiheitlichen Artikel in akute Gefahr war und auch schon vorübergehend verhaftet wurde. Und um weitere Verfolgung zu entgehen, musste ich den Iran so schnell wie möglich verlassen. In Deutschland lebte und studierte bereits mein Bruder. Und so war Deutschland automatisch meine erste Wahl. Auch wenn ich eigentlich ursprünglich weiter nach Amerika wollte, das für Junge und Iraner damals das Traumland der Freiheit und der unbegrenzten Möglichkeiten war. Eigentlich ja eher dauerhaft wollte ich hier bleiben, da, wie ja schon gesagt, keine realistische Hoffnung auf den Sturz des Regimes bestand. Und ja auch leider bis heute nicht besteht. Abgesehen von der akuten Gefahr für mein Leben war für mich auch die Vorstellung eines Lebens unter den Bedingungen des totalitären Mullah-Regimes im Iran unerträglich. Und ich wollte auch nicht, dass meine Kinder unter diese Bedingungen aufwachsen mussten. Der Iran, den ich in meiner Kindheit und Jugend kennengelernt habe, war in vielerlei Hinsicht damals natürlich moderner als Europa für mich. Kulturell hatte ich so wenig Schwierigkeiten, mich in Deutschland zurechtzufinden. Aber die Sprache war natürlich anfangs ein großes Problem. Und ich war sicher ein bisschen extrovertierter als durchschnittliche Deutschen. Und was mir fehlte, war vor allem Sonne und Wärme. Sonst war eigentlich alles wunderbar. Ich besuchte Sprachschulen. Später nahm ich an einer Weiterbildungs- und Existenzgründungsinitiative für Migrantinnen teil. Und dann die ganze Zeit über malte und schrieb ich auch, hatte anfangs in der Sprache, im persischen Exil-Community Lesungen und Gespräche. Später dann auch Ausstellungen und Lesungen in deutschen Kultureinrichtungen und Galerien. Und dann machte ich eine sozialpädagogische Ausbildung und nahm mein im Iran begonnenes künstlerisches Studium wieder
auf. Und das ist an der Universität Künste Berlin mit einem Master of Art, Art in Kontext Abschluss. Wie eigentlich die meisten Künstler kann ich nur von Kunst und Literatur allein nicht leben. Absichtlich bestreite ich meine Einnahme über Kunstunterricht und Projekte, Beispiel Workshop, verschiedene Workshop, seit einigen Jahren auch durch meine Arbeit als Galeristin, Galerie Benacohel heißt. Meine Erfahrungen im Iran und mit dem dortigen Regime haben natürlich einen starken Einfluss auf meine künstlerische Arbeit. Themen wie Frauenrechte, Freiheit, Unterdrückung, Verletzung, Folter, Angst und so weiter sind meine wieder Themen, meine Bilder, Skulpturen und Gedichte. Im Exil zu leben bedeutet natürlich mehr Sicherheit, als im Iran zu bleiben. Man schätzt die Freiheit umso mehr und das stärkt sicherlich die eigene politische Ansichten. Mehr Mut erfordert es aber natürlich, direkt aus dem Iran heraus aktiv zu sein. Allerdings hat man dann dort auch keine lange Überlebenschance. Unterstützung ist von hier aus eigentlich immer nur moralisch möglich, zum Beispiel durch Texte oder Aufrufe. Wirklich konkret gibt es eigentlich keine Möglichkeiten von mir eigentlich. Am Anfang außer Sprache gut angenommen, besonders als Frau, sehr gut akzeptiert worden. Ja. Glücklicherweise hatte ich kein Problem. Gefährdet momentan nicht, vielleicht am Anfang war dieses Problem. Ich weiß nicht, Anfang 90er Jahren bestimmte Wissens über Mykonos-Attentat, 1992 war das. Und damals die Anschläge gegen Exilanten in Berlin war ein bisschen stark. Aber momentan denke ich mir nicht und ich war nicht im Iran seitdem. Ja. Ich habe privat und auch über soziale Medien Kontakt mit vielen anderen Künstlern und Schriftstellern im Iran und im Exil. Und außerdem bin ich Mitglied im iranischen Exil-PEN und auch einer der Vorsitzenden des Iran-Exil-Schriftstellerverbandes jetzt. Und da haben wir auch Kontakt. Ja. Künstlerische Arbeit ist eigentlich immer sehr ähnlich, egal wo man lebt. Als Frau hat man es hier auch wie dort etwas schwerer, künstlerisch akzeptiert zu werden. Im Iran kommt dazu, dass jede auch künstlerische Andeutung politischer, religiöser Kritik oder auch nur von Nacktheit oder Sexualität verboten ist. Was meine literarische und poetische Tätigkeit anbelangt, kann ich mich hier natürlich frei ausdrücken, ohne Angst von Zensur, Verhaftung und Folter zu haben. Im Iran muss man jedes Wort genau überlegen. Ein Wort
eine Andeutung zu viel und man riskiert sofort sein Leben. Wenn ich an Iran denke, kommen natürlich die Erinnerungen an die Kindheit, die Familie, die herrliche Natur. Ein reiches und wirtschaftlich aufstrebendes Land. Iran ist ein so wunderschönes Land. Es könnte heute ein modernes und wohlhabendes Land wie zum Beispiel Korea sein. Aber der religiöse Fanatismus des Regimes hat all diese verhindert. Heute ist Iran arm. Die Menschen leiden Not, werden politisch unterdrückt. Um zu überleben, haben sie zwei, drei Arbeiten parallel. Arbeiten meist zwischen 14 bis 18 Stunden, nur um sich das Notwendigste zu leisten. Es gibt mehr Drogensüchtige als in allen umliegenden Ländern, weil die Menschen ihr Leben nicht ertragen können. Trotzdem verlieren die meisten nicht die Hoffnung. Beides. Ich denke, Freiheit kann man seine Ideen und Vorstellungen von Kunst natürlich besser umsetzen. Man hat kaum Grenzen. Im Iran ist man da natürlich weitaus beschränkter. Die Regeln des Islamstaates ersticken alle, zumindest öffentlichen Versuche, Ideen umsetzen, und ein Künstler lebt auch von dieser Öffentlichkeit, die ihm Kraft und Inspiration gibt. Trotzdem inspiriert natürlich gerade auch die Repression, aber es fehlt dann einfach an den Ausdrucksmöglichkeiten. Natürlich ist es angenehm, frei arbeiten zu können. Ich denke, es ist kein Hindernis. Im Gegenteil, ich beschäftige mich ja weiter mit Situation im Iran. Meine künstlerische Arbeit hat immer wieder auch diesen Bezug. Natürlich nicht nur, denn der Mensch entwickelt sich weiter, so natürlich auch meine Kunst nur und ausschließlich Themen der Unterdrückung im Iran zu behandeln, hieße auch Stillstand in der Eigenentwicklung, so wie es im Iran seit über 30 Jahren Stillstand und keinen Fortschritt gibt. Heute beschäftige ich mich auch immer mehr mit Themen wie der Einheit des Menschen mit Natur, Spiritualität, dem Sinn des Lebens, weil ich bin der Meinung, alles miteinander vernetzt. Natürlich, Iran war mein Kindheit, Jugend und erwachsene Jugend Heimat. Und jetzige Heimat sind hier in Deutschland, in Berlin. Und ja, ich vergesse nicht im Iran und meine schönen Erinnerungen von Kindheit und ja, alles, was habe ich in mein Gehirn gespeichert habe.